Herzlich willkommen bei WW Wetter, Tag 2 unserer Herbstwanderung mit Andreas Angermann vom Nationalpark Hohe Tauern. Gestern waren wir in den Umballfällen und haben uns angeschaut, wie sich die Pflanzen sozusagen auf den Winter vorbereiten. Was machen wir heute? Was haben wir vor? Heute schauen wir uns das Kölser Königstal an, direkt am Fuße des Großglockners. Und wir versuchen, Gämsen und Steinböcke zu beobachten und ihre Anpassung an den Winter in Hochgebirge. Ja, werden wir es überhaupt sehen? Ja, ich denke mal, wir sind von der Tageszeit her sind wir gut dran. Am Morgen sieht man immer ein bisschen mehr. Und die Paarungszeit, die Brunftzeit beginnt auch gerade, sind sie ein bisschen aktiver, die Tiere. Und dann hoffen wir, dass wir was sehen werden. Ja, mit dem Ding sowieso, oder? Genau. Wir sind heute im östlichen Teil des Nationalparks Hohe Tauern am Fuße des Großglockners da hinten. Ein bisschen in den Wolken sieht man. Das ist ja bekanntlich der höchste Berg Österreichs. Wir haben es hier schematisch aufgezeichnet. Das sind ja die Hohe Tauern. Hier ist der Großglockner und der trennt drei Bundesländer. Und hinter dem Großglockner, da gibt es Salzburg. Vorne gibt es auf der einen Seite, hinter diesem Bergrücken da, gibt es Kärnten. Und dann gibt es den zweiten, auch sehr wichtigen Zugang hier über Osttirol, über Matrei, kommt man zum Großglockner hin. Und wo sind wir jetzt aber ganz genau? Wir sind jetzt 20 Kilometer nordöstlich von Matrei, hier in Kals am Großglockner. Da werden wir jetzt reinwandern, wo auch die Wahrscheinlichkeit, dass wir Wildtiere beobachten können, steigen wird. Ich, ja, ich finde sie noch nicht. Wo genau? Bei dem Graben, wo er runterkommt, ja, ja. Etwas links davon bei den Steinen. Okay, bei den Steinen. Jawohl. Wow, wie hast du das gesehen von freiem Auge? Wie geht das? Ja, ein bisschen Erfahrung. Man hat natürlich schon die Plätze, wo sie gerne stehen. Das sind zwei, oder? Zwei Gämsen, ja. Wieso haben die so einen braunen, schwarzen Bauch? Ja, sie werden im Herbst dann immer dunkler, fast schwarz, bis hin zum Winter, wo sie dann beinahe schwarz sein, um eben die wenigen Sonnenstrahlen im Winter gut auszunutzen. Ich habe da zwei Bilder mitgebracht, da, auf denen man das ganz gut sieht. Also im Sommer sind sie hellbraun und im Winter sind sie dann beinahe schwarz. Und was ist jetzt der Vorteil vom Schwarz? Die schwarzen Haare haben sehr viel Farbstoff eingelagert. Schwarz zieht die Sonne an, ja, und der Farbstoff kann dann die Wärme gut speichern. Zusätzlich haben sie unterhalb von den schwarzen Deckhaaren noch ein ganz flauschiges Fell, das viel Luft beinhaltet. Und dieser Luftpolster, der isoliert zusätzlich noch den Körper. Und das ist die Übergangsfarbe. Mir geht das Fell nicht mehr aus dem Kopf. Dieses schwarze Fell der Gämsen. Es gibt auch Schneehasen hier. Genau, ja, gibt's auch. Werden wir heute noch einen sehen? Nein, eher nicht. Also die sind großteils in der Nacht, also nachtaktiv, in der Nacht unterwegs. Aha. Und am Tag muss man ein Riesenglück haben, dass man einmal einen sieht. Okay, werden wir keinen sehen. Trotzdem, wir wissen, Schneehasen haben doch im Winter ein weißes Fell. Heißt das, dass die jetzt frieren, weil sie kein schwarzes Fell haben? Nein, die sind ja sehr gut isoliert. Das heißt, die weißen Haare, das ist kein Farbstoff eingelagert, also ganz anders wie bei der Gämse. Und diese leisen, luftgefüllten Haare isolieren eben den Körper. Also der Unterschied ist, dass es luftgefüllt ist, oder was? Genau, also das ist ein luftgefüllt, wie ein Vollwärmeschutz. Ich habe da zwei Bilder mitgebracht, wo man dann eben auch sieht, im Sommer ist er graubraun. Gibt es sonst noch irgendwas, wo man sagt, der Schneehase passt sich diesem extremen Wetter hier in den Bergen an? Ja, Anpassung hätte man vielleicht noch an den vielen Schnee im Hochgebirge und auch eben gegen die Feinde. Ja. Wenn man im Winter, ich habe also eine Schneehasenpfote mitgebracht, die haben wir mal gefunden. Da das ist echt, oder was? Ein Fuchs, einen Hase gefressen, genau. Der war aber groß, der Schneehase. Ja, insgesamt ist er nicht so groß, aber er hat sehr große Pfoten. Also wenn er die Zehen richtig spreizt, fast so groß wie der Handteller von einem Mensch. Wirklich? Sie sind sehr stark behaart, wie man an der Unterseite sieht. Und da sieht man eben auch, das funktioniert wie bei uns Menschen die Schneeschuhe, damit er nicht einsinkt und vielleicht auch vor einem Fressfeind wie ein Fuchs flüchten kann. Aber ist nicht so, dass so eine Hasenpfote auch hier so viel Glück bringt? Bringt nebenbei Glück auch noch, genau. Aha. Und dem Hasen bringt es auch Glück, wenn er vor einem Fuchs flüchten kann. Ja, na, der hat kein Glück gehabt. Der nicht, nein. Tiere verfärben ihr Fell, das haben wir gesehen, wenn auch teilweise ganz unterschiedlich. Pflanzen verfärben ihre Blätter im Herbst. Wieso passiert das eigentlich? Wir wissen ja, die Pflanzen werfen im Herbst irgendwann einmal die Blätter ab. Ja? Bevor sie das allerdings machen, nehmen sie noch alles raus, was irgendwie wertvoll ist in den Pflanzen. Ja? Die saugen das ab und das führt dann zur Blattverfärbung. Wie passiert das? Ich zeige es Ihnen. Schauen Sie mal, ich habe hier einen Streifen Löschpapier. Jetzt nehme ich noch ein Blatt und ich reibe jetzt mit dieser Münze hier. Versuche ich jetzt mal, dieses Blatt auf das Löschpapier aufzutragen. Und jetzt kommt der Trick. Ich habe jetzt da reinen Alkohol in dieses Glas geschüttet. Und jetzt halte ich diesen Streifen da rein. Das ist ja ein Löschpapier. Das heißt, das Löschpapier, was macht es? Es saugt den Alkohol nach oben.
der teilt jetzt dieses grüne Blatt, das ich da aufgetragen habe, so raufgerieben habe, in seine Bestandteile und saugt sie mit nach oben, weil das ist ja Löschpapier. Dann passiert Folgendes, man muss einige Stunden warten und dann trocknen lassen, dass man es gut sieht. Wir haben das schon vorbereitet, dass wir hier nicht ewig warten müssen. Dann schaut es so aus. Das Grüne ist das Chlorophyll, das man immer im Blatt sieht, deswegen ist das Blatt grün. Und wir haben hier das Gelbe, ist das Carotin, das ist auch im Blatt drin. Das war nur vorher überdeckt. Und wenn eben im Herbst der Baum das Chlorophyll abzieht, weil dort wichtige Nährstoffe wie Phosphor und Stickstoff drin sind, dann bleibt nur noch Carotin übrig und die Blätter verfärben sich in den wunderbarsten Farben, die wir eben vom Herbst kennen. Der Andreas hat gesagt, er hat jetzt noch eine Überraschung für uns, einen, wie hast du gesagt, 600 Jahre alten malerischen Lerchenwald mit einem vielversprechenden Titel, wie heißt er? Genau, Zedlacher Paradies. Echt, Zedlacher Paradies, cool. Wirklich beeindruckend, dein Paradies da. Auch einer von diesen alten Bäumen. Ist das wirklich so was Besonderes hier? Ja, besonders ist jetzt die Lerchwiesen natürlich von Haus aus, aber dass eben so alte Lerchbäume da sind, also bis 500, 600 Jahre alte Bäume, wo man schaut, 2 Meter Durchmesser und mehr. Also schon beeindruckend, dass diese Lerchen sich so lange halten haben können. Die Lerche ist ja der einzige Nadelbaum, der seine Nadeln abwirft im Winter. Wieso tut sie das? Damit sie mit dem Wasser, das sie zur Verfügung hat, auskommt. Über die Blattmasse verdunsten die Bäume ja sehr viel Flüssigkeit. Mhm. Und im Winter, wenn der Boden dann gefroren ist und es zu kalt ist, kommt kein Wasser mehr aus dem Boden nach. Und wenn sie Wasser verdunstet, kann es mal nachkriegen, wird es irgendwann austrocknen. Also es ist ganz eine wichtige Anpassung ans Wetter im Hochgebirge. Also sie muss die Nadeln abwerfen, damit sie nicht verdurstet, das habe ich verstanden. Genau. Was ist mit der Fichte? Die wirft die Nadeln nicht ab. Die machen es ein bisschen anders. Und zwar haben die eine Wachsschichte über den Nadeln. Die Wachsschichte verhindert eben das Verdunsten des Wassers. Mhm. Und so schützen sich die und können auch den Winter überdauern. Ja, Andi, danke für 2 wirklich wundervolle Tage in Osttirol. Es war spannend, es war fast erholsam, bis auf das viele Wandern. Und sehr lehrreich, es hat wirklich Spaß gemacht. Danke vielmals. Ja, das sollten Sie auch machen, vielleicht nächstes Wochenende. Oder wir sehen uns hier wieder bei Weh wie Wetter und wenn wir Ihnen zeigen, wo das Wetter wie wirkt. Servus. Ciao.